Es geht weiter, liebe Leute. Unser kleines, reiches Millionärchen hat seine Karre sowas von runtergerockt. Ihr habt es in der letzten Folge schon gesehen, wie weit ich da jetzt tatsächlich arbeite, wie weit ich daran musste. Aber ich kann jetzt versuchen, mal gucken, ob ich da ein bisschen was aufbauen kann. Ja, prüfe ich Teile, montiere Teile schneller. Warte mal. Jetzt gucken wir mal. Halte 5% Rabatt in Shops. Das nehmen wir mal mit. Was haben wir denn? Bewege dich 10% schneller, bitte montiere Teile 50% schneller. Okay. Montiere. Geht's auch nicht. Gut. Dann haben wir das zumindest auch erstmal. Ja, wir machen weiter. Auf jeden Fall mit der Demontage von unserem. Mit dieser Karre hier. Das tut nämlich gerade extrem weh, weil das viel Arbeit ist gerade. Ja, ist halt leider gerade so. Tut mir leid, dass ihr da jetzt gerade warten müsst. Ich bin hier gerade mit der Chefin, mit Chefin dran. So, haben wir alles? Sieht so aus, als hätten wir tatsächlich alle Teile gefunden. Aber ich bin noch dran an dem Auto. Gefundene defekte Teile. Also der hat so eine Liste gerade. Der kriegt die komplett runtergeballert. Ich bin nämlich noch nicht mal fertig mit dem Auto, weil ich hier vorne da dran bin. Ihr seht gerade, das Auto hat fast keinen Motor mehr. Ergo, der hat seine komplette Karre auseinander gebastelt. So, okay, weiter geht's. So, gucken wir mal, was hier vorne dran ist. Irgendwo muss da noch bestimmt noch was. Da ist doch schon immer noch was dran im Auto. Hier hinten ist noch irgendwas. Hier ist auch ihr Steuergerät. Das kennen wir ja schon mit der Pfeile. Ja, letzte Woche haben wir schon ein Auto wieder fertig gemacht. Das war nur kurz die Bremse wechseln. Das Ding wird definitiv ein bisschen was mehr werden hier. So, es sieht jetzt zumindest erstmal danach aus, als hätte ich die Karre. Kann ich den Motor? Ich kann den Motorblock natürlich noch nicht demontieren, weil das wäre nämlich jetzt das Sinnvollste gewesen. Getriebe, okay. Machen wir jetzt nicht. So, gucken wir mal da oben nach, ob wir hier noch irgendwas haben, was eigentlich nicht mehr drauf ist. Sorry. Kann ich das runternehmen komplett? Was sind denn jetzt so? Ein Kraftstofffilter raus. Ich muss ja nicht alles kaufen. Was steht noch? Fehlt da noch irgendwas dran, was an dem Motor ist? Ja, ja, ich weiß, dass ich da die Nockenwelle, die stört ein bisschen. Kurbelwelle. Ist es tatsächlich nur. Anführungszeichen nur. So, jetzt muss ich gerade gucken. Ich will jetzt nicht die Karre wieder hoch. Wie gesagt, ich bin noch nicht mal hinten, bin noch nicht mal hinten an dem Auto dran. Aber ich habe seitdem schon wieder viel gefunden, fast alles gefunden. So. Was kann ich denn. Was fehlt denn da noch? Wieso komme ich da nicht ran? Wo muss ich da rankommen? Motorblock R34A. Ja, schön für dich. Getriebe raus. Nimm erstmal das Getriebe einfach weg. Ich glaube, wenn das Getriebe weg ist, geht das eigentlich einfacher. Weg damit. Weg damit. Nehmen wir die Kupplungsscheibe raus. Ich bin hier immer noch am Basteln gerade. Ihr seht's, ihr seht's. Das Schwungrad, natürlich. Welche Überraschung. Die Kohle, du hast ja Kohle ohne Ende. Du bist teuer. Das wird richtig schweineteuer für dich werden. Da bin ich mir versichert. Jetzt habe ich hier vorne noch irgendwas. Was ich jetzt unbedingt noch runternehmen muss. Was ich da. Die Frage, was. Wo ist denn da jetzt noch irgendwas dran, was da nicht mehr rangehört? Was ist das Ding jetzt ernsthaft? Das ist die nicht. Deswegen kann ich die wahrscheinlich nicht demontieren, weil da diese Pleuellagerdeckel noch drauf sind. So, kann ich die jetzt runternehmen, die Kurbelwelle? Nö. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Habe ich irgendwas übersehen, was da jetzt. Da noch fehlt. Ist hier noch ein Teil irgendwas? Rein theoretisch müsste der aber eigentlich weg sein.
Und dann komme ich da erst, komm, muss ich den Motor vor, Mutter rausnehmen. Nee, noch nicht. Ach, hier ist noch was, irgendwas, was fehlt. Kann man mal rausnehmen. Auch noch nicht. Weg damit. So. Aber was muss da? Was fehlt denn da jetzt noch an dem Auto? Hier das das Lenkgetriebe oder was? Oder stört das echt, dass die Batterie, die kann ich auch. Ich nehme mal die Batterie raus, komm. Weil die kann ja stören. Hier unten ist noch irgendwas, aber das ist das halt. Ja, ich würde eine Kurbel gerne rausziehen. Die Kurbel der 34a, die muss ja von unten rausgenommen werden. Aber was steht da noch im Weg? Echt noch diese scheiß Achslenkermaschine mit Dingsbums da, dass ich nicht demontieren kann? Nicht, dass das echt deswegen war, dass der jetzt raus muss, warum ich da nicht ran muss. Kann ist doch irgendwas, was den stört, aber was? Aber was? Aber was? Das kann ja wohl kaum sein, oder? Es ist aber hier hinten auch noch ein bisschen so. Die Spurstange, die kannst du auch noch rausnehmen. Tauchen irgendwie gefühlt immer noch irgendwelche Sachen auf. Aber wieso komme ich da nicht ran? Wieso lässt sich die scheiß Nockenwelle nicht demontieren? Wieso lässt sich die scheiß Nockenwelle nicht demontieren? Was ist denn da jetzt noch dran? Die Kurbel meine ich, aber was ist da jetzt? Was zickt dich jetzt noch darum? Ich jetzt, ah, hier unten ist noch eins. Warte mal. Ich glaube, dann, weil die Teile hier dran sind. So, gucken. Hier unten ist noch irgendwas. Das ist, ich habe doch nicht gründlich genug ausgebaut. Tut mir leid, liebe Leute, das dauert alles hier ein bisschen länger mit der Karre. Ich weiß nicht, was er da sich dabei gedacht hat. So, kann ich jetzt die Kurbel rausnehmen? Natürlich nein. Wieso kann ich die scheiß Kurbel nicht rausnehmen? Wieso? Was ist da jetzt noch dran? Irgendwas ist da noch an dem Auto dran und ich weiß nicht, was das ist. Irgendwas ist da noch in der Karre. Die Frage ist, was? Die Frage ist, was tut das doch? Weil eigentlich müsste ich ja. So, jetzt muss ich wieder runtersetzen. Kann ich den Motor? Muss ich das wohl den Motor ausbauen jetzt? Also, wie gesagt, Fakt ist, dass ich damit Probleme habe. Oder kann ich den. Oder muss ich den komplett Motor rausnehmen? Oder habe ich damit ein Problem, dass ich den Motor nicht nehmen kann? Wenn ich den Kran dafür. Wenn mal der Kran ist ja der hier, ne? Motorständer. Motorständer benutzen. Das ist keine passende Ersatzteile. Okay, schade. Das Ding brauche ich jetzt gerade noch nicht. Räderspanne. Da sind schon noch einige Sachen dran, ne? Und angeblich kann ich. Ich meine, ich hätte Mutter ja fast auseinander. Die Frage ist, was fehlt denn da noch dran? Na klar.
Ja, ein Motorblock ist es nicht. Jetzt. Jetzt war ich dran. Nein, der Kurbelwelle ist es nicht. Der. So, jetzt kann ich doch den Motor rausnehmen oder nicht? Nö, kann ich natürlich noch nicht. Oder ich kann ihn gar nicht rausnehmen. So, jetzt hoffe ich, dass ich da mal wenigstens rankomme, dass ich da jetzt weiter ausbauen kann. Ich habe jetzt gerade die Scheibe ausgebaut, was? Ne, ist es dran. So. Hey! Ja, jetzt habe ich sie raus. Gott sei Dank, ey. So, jetzt müsste ich vorne alles weg haben. Eigentlich ist es jetzt soweit gut. Müsste jetzt eigentlich, wie gesagt. Eigentlich haben wir es jetzt aus, ja. Also mehr oder weniger ist es ja komplett fast die Karre komplett auseinandergebaut. Das, was jetzt noch so ein bisschen übrig ist. So, jetzt gehen wir mit dem Heck weiter. So, jetzt gucke ich mal was nach. Hier geht es nämlich weiter. Querlenker. Stört mich sowieso gerade ein bisschen. Kann ich auch nicht rausnehmen, ernsthaft? Ich muss wahrscheinlich jetzt hier von hinten alles auseinander basteln. Bremssattel weg. Lass mal die Bremssattel raus. Puh. Scheibe raus. Radnabe raus. Natürlich kann ich Radnabe nicht rausnehmen, weil die Deckel drauf sind. Ja gut, okay, es ist hier der Teile dabei. Irgendwo hier hinten hängt es noch ein bisschen, ne? Die Feder kann nicht weg. So, fangen wir mit der Gummilagerbuchse an. Ja, warte mal, da fehlt noch. Da muss das Radlager noch raus, ne? Jetzt kann ich die Deckel abmachen. Ja. Daran ist gescheitert. So, Arschenkel auch weg. Wenn ich dann darf, mal irgendwann. Was scheitert sie jetzt mit den scheiß Arschenkel? Hier in dieser. Jetzt hat er eine Feder, oder? Querlenker. Natürlich ist es nicht ein Querdenker. Querdenker ist was anderes. Querdenker sind die Unfug erzählen. So, So. Gummilagerbox oder ich. Na, ja, jetzt kann ich den Querdenker nehmen. Querlenker rausnehmen. Sehr gut. Ich komme immer auf Querlenker. Querdenker. Gerade so ein bisschen. Was ist denn das hier? Stabilisator. Komm nicht. Brauchen wir nicht. Aber darf ich nicht rausnehmen? Jetzt kann ich die Stabi, oder? Ne, Stabi kann ich noch nicht rausnehmen, weil Stabi hängt noch hier hinten dran. Irgendwo auf der. Natürlich hängt es ja noch ein bisschen auf der anderen Seite. So. Jetzt kann ich mal den Längslenker hier rausnehmen, wenn ich dann darf, wenn ich da rankomme. So, der geht jetzt auch weg. Puh. Und wie gesagt, nochmal, wir sind gerade nur im Ausbauen. Wir haben noch nichts gekauft, wir haben noch nichts zusammengebaut. Gummilagerbuchse. So, jetzt habe ich zumindest die Seite auseinandergebaut. Hier ist soweit scheinbar alles okay. Den Stabi müssen wir jetzt auf die andere Seite, müssen wir auf der anderen Seite jetzt bauen. Weil ich muss die ganze Hinterachse auf der anderen Seite auch noch hier ausbauen. Jetzt anfangen auszubauen. Bitte mal, hier ist noch was dran, was nicht sein muss. Radlager weg.
So, weiter geht die Reise. Ich glaube, dann habe ich aber fast alles. So, dann müsste ich aber eigentlich jetzt alles, was das Auto auseinandergebaut haben. So. Dann geht der Akschenker jetzt hier raus. Da habe ich dann da. Wenn ich ihn rauslassen, wenn er mich rauslässt hier. Dann geht das hier weiter, ne? Auf der Seite. Die geht auch raus. Da geht der raus. Stoßdämpfer raus. Ich muss ja hier weitermachen. So. Querlenker oben. So, die Federunterlage ist auch raus. Die war in meinem Auto auch tatsächlich schon mal raus. Ach, die Feder kannst du direkt mitnehmen. Machen wir mal so. Hau direkt die Feder mit raus. So, hier müssen alle okay sein. Stabi, weniger. Jetzt muss das Ding weg. Die Koppelstange muss auch raus. So, und jetzt kann der Stabi raus, oder? Ja. So, dann müssen wir. Dann geht hier unten das weiter. Natürlich, der Anschlagpuffer, den haben wir ja auch nochmal fritte. So, und dann müsste es eigentlich durch sein. Es sei denn, der findet jetzt noch was. Der findet natürlich hier diese Gummilagerbuchse. Okay, die ist jetzt nicht tragisch. Aber eigentlich müsste jetzt an dem Auto tatsächlich alles gemacht sein. Zumindest mal auseinandergebaut sein, liebe Leute. Und es ist ein Akt jetzt gewesen. Ihr habt es gesehen, ich habe das Auto fast komplett weg. So, es müsste aber eigentlich. Ich finde jetzt noch irgendwas Spezielles. Lenkgetriebereihe ist okay. Der Stabi ist in Ordnung. Theoretisch müsste das Auto jetzt komplett demontiert sein. Cut ist in Ordnung. Akschenkel hier ist in Ordnung. Ja, es wird ein Akt werden. Definitiv. Das wird zusammenbasteln. Der Motorblock könnte eigentlich theoretisch auch weg. Also wird das weg, aber der braucht ja noch. Er hat ja noch Teile. So, Kurzkörperstärke ist drin. Ich hoffe, ich finde jetzt nichts mehr. Warte mal, ich gucke hier mal kurz, ob der hier noch irgendwas hat, was ich übersehen habe. Irgendwo ein Lager oder was auch immer. Ist so eigentlich, aber sollte er jetzt alles. Natürlich, da oben sind noch die zwei Gummilagerboxen. Ja, gut, okay, die brauche ich natürlich noch. Der braucht ja wahrscheinlich viel dafür. Aber eigentlich müsste der jetzt weg sein. Gut, theoretisch haben wir das Auto jetzt komplett mal demontiert. Ich hoffe, dass ich jetzt in der Karosserie nicht noch was finde. Eigentlich nicht. Nee. Okay, sehr gut. Gut, dann geht's ans Shoppen. Weil jetzt muss ich den Wagen mehr oder weniger komplett außen voll auf links drehen. Weil jetzt kommt nicht der große Akt, die Einkaufsliste fertig machen. Ja, liebe Leute, es ist krass, es ist einfach nur krass. So, ich fange jetzt an mit dem Auto. So, Inventar. Und ja, ihr seht gerade, ich habe ja richtig auseinandergebastelt und gebaut. Und es sind auch einige Fehler mit dabei. Also die ganzen Sachen hier, die größtenteils, die sind alle ja größer. Er hat aber eigentlich noch genug. Die Gummilagerbox ist doch okay. Ich meine, er kriegt sie alle rein theoretisch. Sind nur ein paar Teile, ja, aber eigentlich. Na, ich guck mal, was er jetzt zu meckern hat. Weil es sind ja einige Sachen jetzt. Ich habe jetzt, glaube ich, nichts mehr, was. So, Fahrzeuginfo. Öl wechseln. Das habe ich ja gemacht. Das kriegen wir gleich hin, das Neue. Das machen wir aber erst, wenn alles drin ist wieder. Das kann man nämlich schon als letztes noch machen. Das vor den Deck zu machen.
Angeblich ist es nicht so viel. Ja, liebe Leute, Zustand Technik, Zustand Karosserie ist 80%, aber auf der die Technik, die ist komplett Fritte. So, fangen wir an mit dem Einkauf, weil ich habe nur ein paar Sachen zu holen. Und dann in der nächsten Folge werden wir das Ding wieder zusammenbasteln. Fangen wir an mit der Nockenwelle. Nocken. Sagen wir Nockenwelle R4A. Die brauchen wir insgesamt zweimal. So. Dieses Nockenwellenrad. Da steht einfach nur Nockenwellenrad. Also ist es das hier. Die Zündspule, Einzelfunken, 4 Stück. Die scheiß Dinger kosten fast, ja, habe ich ganz richtig gesehen, 75 Euro oder so? Oder 75 Dollar? Also die Dinger, die, das kostet ja richtig Asche. So, Rad, noch ein Nockenwellenradbraucher. Hat gesehen, also zwei braucht. Gekauft. Nockenwellenrad, Zündspule, Nockenwellenrad. Aber eigentlich hat er jetzt alles, was jetzt so an Auto steht. Jetzt kann die ganze Scheiße wieder zusammenbauen. Warte mal. Inventar. Ich fange jetzt noch nicht an, alles zusammen. Ich fange jetzt noch nicht an, aber der hat mir alles auf Rot angezeigt. Ne? Ich habe einfach nur alles ausgebaut, was mir jetzt was rot ist. Aber es sind viele Teile noch dabei, die gut sind. Aber es sind auch viele Teile dabei, die Fritte sind. Die ich jetzt ausbaue, die ich jetzt wieder einbaue. Ich werde jetzt alles, was so rausnehmen, also die größten, das sind alle wieder Teile wieder gut. Also ich hätte nicht so viel auseinandernehmen müssen. Aber ich habe mir doch einfach alles angezeigt. Na gut, egal. Wir bauen die Karre wieder zusammen. Und das in der nächsten Folge. Ich sehe uns dann wieder. Und ich freue mich dann wieder, wenn ihr dabei sein würdet. Beim Zusammenbasteln von dieser Luxuskarre hier. Und dann haben wir so hoffentlich alles fertig. Bis dahin. Ciao.